Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir das Schloss ein bisschen aufgeräumt, indem wir eine Schale herumgeschleppt haben, die dann wiederum diese Tür hier geöffnet hat, beziehungsweise dieses Regal verschoben hat. Und dieser nervige Typ, der da steht, ist immer noch nicht fertig mit seinen Rätseln anscheinend. Das nervt so langsam. Och nein, ein Schieberätsel. Nein, ich hasse es. Nein. Hier ist auch so ein Aufzug. Okay. Geht die auf? Nein. Och nö. So was. Ich muss die Teile bewegen, so dass sie ein Bild ergeben. Wirklich, Sophie, wirklich. Also das ist sowas, das hasse ich wie die Pest. Geh erstmal raus und lese erstmal, was du geschrieben hast. Nein. Weg da. Hinweise? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Doch, Plattenrätsel. Plattenrätsel. Diese Wandtafel scheint einen sehr ausgefallenen Schließmechanismus zu besitzen, der mit Bildern funktioniert, die auf Platten gedruckt sind. Die Platten scheinen durcheinander geraten zu sein und liefern so nur eine verzerrte Version des Bildes, das sie zeigen, wenn sie korrekt angeordnet werden. Yay! Das dauert ein bisschen, das kann ich euch schon versprechen, weil dafür habe ich kein... Ich muss die Teile bewegen, so dass sie ein Bild ergeben. Sagst du was? Die Platten lassen sich bewegen. Och, wirklich, Sophie? Oh, hier, super, Sophie, du bist so klasse, du bist Hammer. Diese Platten sind happig, aber ich muss sie so anordnen, dass sie ein Gemälde zeigen. Tja. Das hier gehört vermutlich nach... Das hier kommt auf jeden Fall dahin. So, das kommt dahin. Hoffe ich gerade. Nein, 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 das kommt dahin. Das war schon doof. Ja, genau, das ergibt dann nämlich eins. Ja, und das ist jetzt wieder Driss. Das kriege ich jetzt so wieder nicht hin. Das muss ich jetzt anders damit reinmischen. Sonst geht das nämlich wieder nicht. So. Jetzt können wir das tauschen wieder. Dann kann das da unten hin. So. Kann das sein, dass das genau dahin? Das ist genau falsch. Ja, das muss dahin und ansonsten wäre es richtig. Verdammt. Also du musst an den Anfang. Na, wenn wir das jetzt verschieben, ist das wieder im Dings mit drin. Das ist wieder doof. Weil das geht dann nämlich nicht. Arr, das ist doof. Ich kann sowas nicht. Oh, wie kriegen wir das jetzt wieder da unten mit hin? Weil das müssen wir auf jeden Fall nochmal bewegen. Naja, klar müssen wir das nochmal bewegen. Ja, das ist schön. Und dann das, wie kriegen wir das da rein? Da müsste dann theoretisch das schon irgendwie mit drunter. Ja. Wenn man die jetzt mischt, die müssten genau nacheinander kommen. Moment mal, wir brauchen... Wenn man das so im Kreis verschieben würde, das, dann brauchen wir das. Und dann das. Dafür ist jetzt das im Weg. Wie kriegen wir das da weg? Da
das jetzt was nützt, keine Ahnung. Vermutlich nicht, weil das jetzt wieder genau falsch rum ist. So, nützt das jetzt was, wenn wir das... Das geht schon wieder nicht. Oh. Das passt ja auch zusammen. Irgendwie bin ich gerade komplett raus. Das. Und dann kommt das. Ach Gott. Oh Gott, oh Gott. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Also ihr könnt gerne in der Zwischenzeit Kinder machen, Kinder kriegen, die einschulen lassen und ne, wisst ihr Bescheid. Ach Gott. Ja, das ist jetzt wieder genau falsch. Ja, es wäre schön gewesen, wenn das andere Teil da gewesen wäre. Was es aber leider nicht ist. Wie kriegen wir das hin? Sagst du noch was, Sophie? Habe ich dieses Gemälde schon mal gesehen? Vielleicht. Im Musikzimmer hängt eine Kopie davon, falls Sie sie benötigen, meine Liebe. Falls Sie sie benötigen, meine Liebe. Ja, so dumm bin ich auch nicht. Hallo, ja? Es liegt nicht daran, wie das zusammengehört, sondern wie man das schiebt, sie Depsi. Achso. Jetzt kann man das auch nochmal komplett zurücksetzen oder so. Ich muss die Teile bewegen, so dass sie ein Bild ergeben. Nein, kann man nicht. Okay. Dann machen wir das jetzt mal ganz anders. Aber so ganz anders machen wir das jetzt mal. So. So. Das könnte sogar was werden. Das wird sogar was. Sehr schön. Ich bin begeistert. Die Tür ist auf und sie hat schon wieder was geschrieben. Was hast du denn jetzt schon wieder geschrieben? Kunst? Nein. Geschichte? Sieht nicht so aus. Oder? Doch. Wahlspruch der Priore. Der Wahlspruch der Priore de Sion lautet Et in Arcadia Ego. Dies lässt sich interpretieren als Ich bin ebenfalls in Arkadien oder Ich bin sogar in Arkadien. Et in Arcadia Ego ist ein lateinischer Spruch, der unter anderem deswegen zur Berühmtheit gelangte. Gott, was ist das für ein Deutsch? Weil er der Titel zweier Gemälde von Nicolas Poussin ist. Okay. Teilweise entweder lese ich das so komisch oder das ist wirklich schlechtes Deutsch manchmal. Vor allem, wo hat sie diesen Spruch jetzt her? Einfach so aus dem Nichts, oder wie? Naja. Okay. Jede Menge Bücher schon wieder. Noch mehr Gemälde. Der Typ ist sowas von reich. Geht die auf? Oh ja, dann sind wir auch wieder da. Da wollen wir nicht hin. Müssen wir jetzt hier noch Och nö. Bücherregale verschieben oder sowas. Malt er das selber? Wenn ja, wäre das sehr interessant. Was ist das hier? Untersuchen. Da Vincis Kriegswagen. Wir haben alle drei Geheimnisse gefunden. Yay! Das ging schnell. Und einfach vor allem. Was ist hier? Tisch. Nein, wir lesen erst das Geheimnis. Sutt, Kriegswagen. Erfindung Da Vincis, Kriegswagen. Leonardo wandte mehrere ihm bekannte Mechanismen an, um diesen selbstbetriebenen Kriegswagen zu entwickeln. Blattfedern und Zahnräder wurden eingebaut, um eine komplizierte Anordnung von Getrieben zu bedienen.
Okay, war nicht nur Künstler, war auch noch hier Waffenkonstrukteur. Der Tisch untersuchen. Da liegen Noten. Ach, dann dürfen wir noch auf dem Klavier spielen. Notenblatt. Ach Gott, damit kenne ich mich ja auch so wunderbar gar nicht aus mit Noten. Das ist so... Die einzigen Noten, die ich kenne, sind die Schulnoten. Na gut, also zum Klavier. Das war wo? Da hinten, ne? Dann war das tatsächlich nicht nur für die Venuskugel. Ist das doch noch so etwas zu gebrauchen. Die Notenblätter. Perfekt! Wie was wo? Rauf, runter, ach Gott. Meint ihr dann die... Nee, ihr meint... Okay. Hoffentlich muss ich das nicht schnell machen. Was sagt sie dazu? Ich kriege den Rhythmus nicht. Sophie, kommen Sie. Psst, ich versuche das Timing hinzukriegen. Oh Gott, Rätselstart, das schaffe ich never ever. Also, runter, rauf, linke Maustaste, E, rechte Maustaste, E, linke Maustaste, rechts, links, runter, rechts. Ihr habt doch einen Knall, habt ihr doch. Rätsel starten. Ja, Moment. Soweit bin ich doch. Ja, das können wir direkt nochmal machen. Ach nee, die meinen die Tasten dann tatsächlich mal. Okay. Okay, ihr meint die Tasten. Ja, das ist ja doof. Mal wieder. Zettel weg, Stift weg. Ihr seid im Weg. So. Rätsel starten. Runter, rauf. Ach, ja, okay, okay. Also man muss warten, bis es leuchtet. Gut. Gut. Nochmal, bitte. In Wagners Gralsoper ist der Gral ein Gefäß, in dem das Blut von Christus aufgefangen wurde, als er am Kreuz getötet starb. Aber das stimmt nicht, oder? Das hängt ganz von Ihrer Interpretation ab. Gral kann vieles bedeuten. Kennen Sie die Symbole für männlich und weiblich? Selbstverständlich. Das sind nicht die ursprünglichen Zeichen. Diese Symbole sind eigentlich alte astronomische Zeichen für den Planetengott Mars und die Planetengöttin Venus. Die alten sind viel einfacher. Das ist das Zeichen für männlich. Völlig richtig. Und das nennt man einen Kelch. Der Sage nach ist der Heilige Gral ein Kelch, eine Schale. Aber das ist in Wirklichkeit eine Allegorie, um die wahre Natur des Heiligen Grals zu verschleiern. Sie meinen, der Gral ist eine Frau? Genau. Und zwar eine Frau, die ein Geheimnis von solcher Brisanz bewahrt hat, dass die Enthüllung die Grundlagen des Christentums erschüttert hätte. Wer ist sie? Wie ich schon erwähnt habe, hat Da Vinci den wahren Gral gemalt. Kommen Sie ins Esszimmer, wenn Sie fertig sind. Und ich werde Ihnen Da Vincis Gemälde zeigen. Ah, okay, dann erklärt er das dann mit Maria Magdalena, was ich schon vorgegriffen habe. Also gehe ich mal von aus, dass er das dann erklärt. Wir können direkt mitgehen, weil wir haben ja alle Geheimnisse. Esszimmer. Sie sagten, Sie hätten ein Bild von Da Vinci, auf dem der Gral abgebildet ist. Das ist richtig. Ich nehme an, Sie erkennen es. Das Abendmahl. Ja. Da Vinci hat darin viele Geheimnisse versteckt. Denken Sie daran, worüber wir gesprochen haben, und vielleicht finden Sie einige von ihnen. Ich versuche es. Och Gott, müssen wir das jetzt auch noch selber suchen? Du wolltest uns das erklären, nicht wir suchen schon wieder. Das ist doch... So, jetzt kommt die genau das, dass die so zueinander sitzen, das V, den Kelch. Da ist eine V-Form genau zwischen Jesus und Johannes. Robert hat mir erzählt, die V-Form sei das uralte Symbol für den Kelch. Völlig richtig. Aber warum sollte Da Vinci ein weibliches Symbol im Abendmahl malen? Keine Ahnung. Das Bild zeigt 13 Männer. Wirklich? Sehen Sie es sich genauer an? Genau, jetzt kommt nämlich, dass sie hier eine Frau ist, wahrscheinlich. Oder müssen wir hier... Ah, das
Da war doch was. Gral? Ist das ein echtes Abbild des Grals? Schwer zu sagen. Es ist fast wie eine optische Täuschung, oder nicht? Meinte Da Vinci damit, dass der Gral ein Kelch ist? Ganz und gar nicht. Da man das Bild als Illusion verstehen muss, nehme ich an, er wollte damit genau das Gegenteil ausdrücken. Die Vorstellung, der Gral sei ein Kelch, ist falsch. Die wahre Deutung ist irgendwo im Bild verborgen. Es lässt sich alles auf das Wort Sangreal zurückführen. Davon habe ich noch nie gehört. Doch, haben Sie. Nur wird es gewöhnlich der Heilige Gral genannt. Heiliger Gral ist die wörtliche Bedeutung von Sangreal. Das Wort kommt aus dem französischen Sangreal, das sich zu Sangreal entwickelte und in zwei Worte getrennt wurde. Sangreal. Hat das irgendwie mit dem französischen Wort Sang oder dem spanischen Sangre Blut zu tun? Oh ja, der Gral hat sehr viel mit Blut zu tun, aber nicht, wie Sie vielleicht denken. Lassen Sie uns noch einmal das Bild betrachten. Sehr wohl, lieber Sir Tebing, aber das machen wir im nächsten Part.